Leute, Sin hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video. Und heute geht es rein in eine gewaltige Theorie, denn damit hat niemand gerechnet, was das letzte Boruto-Kapitel betrifft. Ich möchte heute auf ein Thema eingehen, auf eine kleine Fan-Theorie eingehen, die seit einigen Tagen rumkursiert. Auf Twitter habe ich das Ganze verfolgt, beziehungsweise wurde darauf aufmerksam gemacht. Ich habe aber auch gestern ein Video von dem YouTuber Naruto Explained gesehen und möchte das hier für unseren deutschen Raum mal aufrollen. Das Ganze hat Hand und Fuß, das Ganze ist plausibel, das ist kein Bullshit-Gelaber oder sowas und könnte tatsächlich das letzte Chapter nochmal aus einer anderen Perspektive zeigen, die den meisten vermutlich erstmal gar nicht aufgefallen ist. Dementsprechend gehen wir das heute mal so ein bisschen durch. Lasst mir für den Support gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt. An dieser Stelle könnt ihr mir mal gerne eure Meinung zu dem ganzen Kram hier unten reinschreiben. Und wir gehen rein in das ganze Thema. Also im Grunde geht es um das Ende vom letzten Kapitel, Chapter 78. Dort hat Kawaki die Flucht ergriffen sozusagen, nachdem Momoshiki die Kontrolle über Borutos Körper wieder erlangt hat und ihm sozusagen zur Flucht verholfen hat. Das war das, was wir erstmal gesehen haben oder wovon wir ausgegangen sind, das gesehen zu haben. Jetzt stellt sich allerdings heraus, dass das möglicherweise gar nicht Momoshiki gewesen ist, sondern Boruto, der nur so getan haben könnte, als wäre er Momoshiki in diesem Moment gewesen. Und dafür gibt es einige Punkte, die auch meiner Meinung nach ziemlich logisch klingen. Und wir schauen uns die einzelnen Argumente mal an. Das erste Argument in dieser Theorie ist die Art und Weise, wie die Charaktere miteinander interagieren, beziehungsweise hier wird auf die Sprache aufmerksam gemacht. Das heißt, wenn Boruto mit den Charakteren spricht, in dem Fall Kawaki, redet er anders mit denen, als wenn Momoshiki die Kontrolle erlangt und quasi von oben herab auf die Charaktere spricht. Er bedient sich quasi der alten Sprache, wenn man so möchte. Und das macht er wirklich jedes Mal, sobald er die Kontrolle über Boruto erlangt hat. Das haben wir bisher im Manga sehen können. Boroshiki, also um das mal runterzubrechen, für die Person, die wir letztes Mal gesehen haben, hat im letzten Kapitel relativ simpel gesprochen, was eher dafür spricht, dass es hier Boruto gewesen ist, als eben Momoshiki. Und das bezogen darauf, wie sich beide Charaktere bisher in der Serie gegeben haben. Kommen wir auf das zweite Argument zu sprechen, was unterstreichen würde, dass es eher in dem Fall Boruto ist, der Kawaki befreit hat in der Situation, anstatt Momoshiki. Und das ist das legitimste Argument von denen, die ich hier anführen kann. Und zwar ist es das Horn. Das Horn kommt nämlich nicht vor. Wir haben jedes Mal, wenn Boruto vorkommt, also Momoshiki quasi die Kontrolle von Borutos Körper übernommen hat, das Horn gesehen. Es ist egal, ob er das abgerissen hat oder so. Im Codefight hatte er das ja auch wieder bekommen, aber halt nur in der abgerissenen Form. Also etwas entwickelt hat es sich auf jeden Fall. Es muss sich ja nicht komplett ausprägen. Es ist aber auf jeden Fall ein bisschen da gewesen im Codefight. Von daher spielt das auch keine Rolle wirklich, ob er das im Ishiki-Fight abgerissen hat. Viel eher spielt man hier auf die zweite Karma-Stufe an, auf die entwickeltere Stufe, die Boruto im Kampf im ersten Encounter gegen Code entwickeln konnte, wo er das Byakugan in dem einen Auge hatte und die Charaktere erstmal davon ausgegangen sind, dass Momoshiki seinen Körper übernommen hat, es aber eigentlich Boruto war. Und hier kann man auch noch nicht 100% sagen, ob stimmentechnisch Boruto nicht vielleicht sogar in der Lage ist, mit Momoshikis Stimme sprechen zu können. Das wissen wir aktuell noch nicht, weil wir das Ganze noch nicht in animierter Version gesehen haben und die anderen Charaktere in der Umgebung nie auf die Stimme eingehen. Also dass nie
Thema ist. Da müssen wir schauen, wie der Anime das machen wird in den kommenden Wochen. Aber es könnte gut sein, dass Boruto mit Momoshikis Stimme so überlagert mäßig sprechen kann. Genauso wie das passiert, wenn Momoshiki die Kontrolle übernimmt, weil sich die beiden Identitäten ja auch vermischen aktuell, seitdem Momoshiki auch die ganze Reinkarnationsgeschichte nicht mehr machen kann, seitdem er Borutos Leben gerettet hat. Kommen wir zum nächsten Argument. Das ist eher ein kleineres Argument, was die Szene unterstützt oder die gleiche Szene nochmal offenlegt. Und zwar hat Kawaki beim Codefight, als Boruto Karma Stufe 2 erreicht hat, auch gedacht, es sei Momoshiki. Das heißt, Kawaki kann den Unterschied nicht festmachen. Er hat auch erst gedacht, dass es Momoshiki sei und Boruto als Bastard bezeichnet, während Boruto ihn beruhigt hat und meinte, dass er es ist. Also könnte man hier wieder davon ausgehen, dass es Boruto ist, der die Kontrolle erlangt hat, weil wie gesagt, das Horn ist ebenfalls nicht am Start. Das ist ein legitimes Argument. Wieso ist das Horn dieses Mal nicht da, wenn jedes Mal, wenn Momoshiki die Kontrolle erlangt hat, das ein Indikator dafür war, dass es Momoshiki war und nicht Boruto? Jetzt ist das Horn nicht da. Müsste also Boruto sein. Anders als Argument 3, das sich mehr auf die Szene und die Referenz darin bezieht, ist das nächste Argument mehr auf den Charakter von Boruto bezogen. Denn sicherlich ist es Boruto zuzutrauen, sich völlig alleine um Kawaki kümmern zu wollen und die anderen Charaktere aus dieser Gefahrenzone zu bringen, sozusagen. Boruto sollte in der Situation verstanden haben, als er die Narbe bekam, dass viele Menschen in der Umgebung, die ihm wichtig sind, potenziell Gefahr auslaufen, getötet oder verletzt zu werden. Was man ja bei der Sarada-Situation auch nachvollziehen konnte. Weswegen er seinem Bro die Möglichkeit zur Flucht gibt, um sich dann wieder selbst drum kümmern zu können. In der Szene vorher spricht er ja noch mit Sarada. Er ist also bei Bewusstsein und es gibt zu keinem Zeitpunkt in dem Kapitel einen Punkt, wo er das Bewusstsein verliert, was eigentlich immer die letzten Kapitel auch ein Indiz dafür gewesen ist, dass Momoshiki die Kontrolle bekommen hat. In den meisten Fällen hat er aufs Maul bekommen, ist bewusstlos geworden und dann hat Momoshiki die Kontrolle übernommen. Hier gibt es diesen Moment nicht, weswegen von dem einen auf den anderen Moment auf einmal random Momoshiki da ist, obwohl er bei Bewusstsein ist und sogar noch mit Sarada wenige Sekunden vorher interagieren kann. Das nächste Argument sind die Reaktionen der anderen, denn es gibt zwei Reaktionen am Ende des Kapitels, die ebenfalls darauf hindeuten, dass hier was nicht stimmt und hier das Ganze nicht so ist, wie es aussieht erstmal. Und zwar einmal die Reaktion von Mitsuki und einmal die Reaktion von Sasuke. Mitsuki wird hier am Ende des Kapitels sehr komisch gezeigt, weil er so sehr weird auf Boruto eingeht, sag ich mal, oder ihn sehr komisch betrachtet oder anschaut. Und da habe ich auch nicht den Eindruck, dass man hier verdeutlichen möchte, dass er sauer auf Kawaki ist, sondern er eher das Ganze weird findet, wie Boruto sich möglicherweise verhalten könnte. Ebenfalls kann man das auf Sasuke beziehen, der hinterfragt, warum Momoshiki Kawaki hilft. Denn eigentlich sind wir ja davon ausgegangen, dass Momoshiki Kawaki befreit oder zur Flucht verhelfen möchte, weil er ihn als Frucht benötigt, obwohl er einige Kapitel zuvor noch meinte, dass er kein Interesse mehr daran hätte, zu reinkarnieren, weil es nicht mehr möglich ist. Und da kommen wir zum nächsten und zum letzten Argument, das mit der Frucht macht keinen Sinn mehr, weil er aktuell nicht mehr davon profitieren kann. Die einzige Möglichkeit, wie er Boruto brechen kann und quasi mit ihm gleichzeitig leben kann, ist, indem er ihn psychisch auseinandernimmt, sodass Boruto automatisch selbst die Kontrolle seines Körpers liegen lässt und einfach Momoshiki die Zügel in die Hand gibt, so mäßig. Boruto hat vor einigen Kapiteln sogar selbst angedeutet, dass er Momoshiki nun besser unterdrücken kann oder besser kontrollieren kann. Von daher
jetzt, wo wir natürlich auch eine Karma-Stufe 2 gesehen haben, im letzten Kampf gegen Code oder im letzten Aufeinandertreffen mit Code, würde ich also nicht ausschließen, dass man eher die Route fährt, anstatt zu sagen, dass es Momoshiki gewesen ist, wo wir noch nicht wissen, was er genau vorhat. Und wie gesagt, hier kommt es dann noch zu einem Gespräch am Ende und theoretisch könnte das Ganze auch in so eine Richtung gehen. Je mehr ich drüber nachdenke, desto logischer sieht das für mich aus und ich würde das auch insgesamt besser finden. Müssen wir mal schauen. Die Vision, die wir bekommen haben für die nächsten Kapitel, sieht auch stark danach aus, als würde vieles aus der Perspektive von Boruto stattfinden, aus seinem Point of View, was dann natürlich wieder die Fragmente etwas anders aufrollen kann, weil du dann natürlich nicht weißt, okay, gegen wen geht es jetzt? Geht es doch gegen Boruto oder doch gegen Kawaki? Sind es verschiedene Szenen? Sind es gleiche Szenen? Worauf ich hinaus will, ist, dass die Vision ja auf das Auge theoretisch zurückzuführen sein könnte, weil die Vision ja erst ab der Hokage-Mauer, also aktuelles Chapter sozusagen, stattfindet. Boruto hat ja nicht die Zukunft vorausgesehen, was beispielsweise die Szene zwischen Kawaki und Naruto betraf, weil er allein schon in der Szene gar nicht mit dabei war, weil er gar nicht anwesend war. Müsste also bedeuten, dass er eigentlich nur Szenen sehen könnte, wo er dabei ist. Das können wir aber nicht bestätigt sagen. Das ist nur Mutmaßung an der Stelle. Ich würde das aber so predikten oder erstmal vorschlagen, weil es Hand in Hand eingeht mit dem Auge und er seit dem aktuellsten Kapitel auch die Narbe am Auge bekommen hat. Möglicherweise ordnet sich jetzt alles ein und wir kriegen über die Reihenfolge die einzelnen Bruchstücke der Vision nach und nach reingeschoben. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, könnte sich vielleicht ereignen in eine Richtung, dass es doch Boruto sein könnte, könnte sich auch letztendlich doch um Kawaki drehen, könnte um beide gehen, könnte beide Szenen zeigen, also dass beide betroffen sind und dass unterschiedliche Szenen sind, müssen wir abwarten. Ich halte nur die Möglichkeit in Betracht, dass das alles nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Wäre sehr krass, wenn der Grund, warum Mitsuki so sauer auf Kawaki ist, derjenige ist, dass Boruto ihn halt laufen lassen und Mitsuki diese Sache wusste oder auf diese Sache aufmerksam gemacht wurde, ähnlich wie Sasuke hier am Ende des Kapitels. Einige gehen auch davon aus, dass Boruto und Momoshiki gleichzeitig bestehen können oder gleichzeitig nebenher die Kontrolle haben könnten, weiß ich aber nicht. Dafür gibt es noch nicht wirklich viele Anhaltspunkte, müssen wir abwarten. Ich finde die Theorie, den Spielraum, dass es Boruto gewesen sein könnte und nicht Momoshiki, sehr interessant und vielleicht sogar wirklich besser als das, wovon wir noch einige Tage zuvor ausgegangen sind, wie es auf den ersten Blick eben aussah. Das steckt also hinter der Thematik der Theorie, die aktuell ein bisschen rumgeht. Lasst mir auf jeden Fall mal eure Sichtweise dazu unten in den Kommentaren da. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht. Wäre wirklich sehr krass, wenn sich das bewahrheiten sollte, dass Boruto hier alle verarscht hat und dass alles gar nicht so war, wie wir erst gedacht haben. Also würde ich richtig feiern und würde Boruto als Charakter auch wieder um einiges mehr pushen, weil man das nicht unbedingt von ihm erwartet hat, aber man es ihm zutrauen könnte, wenn man ihn kennt. Damit wäre es das von meiner Seite aus zu dieser Theorie gewesen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns damit beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!